Crafted Deck dafür, wo Scheißmax und dummer Romatra dabei waren. Und Stinkstrobel. Wir gucken rein. Ich bin hier tatsächlich gerade mit meinem alten Inventar sogar noch. Guck mal hier, das ist mein Inventory. Hier bei Klim sehe ich mich hier gerade. Bei Klim in der Kuppel. Krass, die hat er wirklich heftig gebaut, die Kuppel. Das muss man ihm lassen. Also Crafted Deck 7 war wieder huge. Crafted Deck 7 war wieder geil. Hier war diese geile Insel. Hier wollte ich doch diese... Oh, der habe ich wieder nicht fertig gebaut. Wollte hier so ein Rathaus hinbauen. Habe ich nie gemacht. Dann gab es hier unten meine Yacht. Die habe ich gebaut. Die war geil. Die war aber auch nicht fertig. Habe ich auch nie fertig gebaut. Ja, die sieht ja absolut scheiße aus tatsächlich. Die ist ja überhaupt nicht geil. Ich hatte die voll geil in Erinnerung. Die sieht ja richtig arsch aus. Naja, okay. Dann habe ich hier eine Kathedrale gebaut. Kathedraven. So eine Kathedralski. Die war ganz geil. Dann ist hier irgendwie Shopping District, glaube ich. Dann ist hier irgendwo diese hässliche Netherwards. Okay, wir haben einiges zu erkunden. Also, Chat. Hier haben wir das Weiße Haus. Das ist das Rathaus gewesen. Das war irgendwie so. Das haben wir so gebaut. Keine Ahnung. Wir gucken erstmal bei uns hier. Dann ist hier Trimax mit diesem. Also, das ist eine Sache. Das war das Anfang von Ende von Craft Attack, Leute. Diese hässlichen Kaktustürme waren der Anfang vom Ende von Craft Attack. Ganz, ganz schlimm. Ganz, 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 ganz schlimm. Hier unten, guck mal. Gamer. Teil. Ultra delivered mit seiner Base wieder. Richtig, richtig schön. Auch das Ding hier. Kann man drüber reden. Alles tippitoppi. Wirklich cool. Richtig, richtig geil. Hier Rotpilz mit seiner geilen Military Base und so weiter und so fort. Hier diesen Tempel, den wir gebaut haben für Petrit noch. Da haben wir ihm so einen asiatischen Tempel hingepflanzt. Hier das Haus von Reefed, was sie gebaut hatte. Auch richtig, richtig schön. Hier die Panda-Gehege von Reefed. Die ganze Geschichte. Super, super geil. Und dann ist hier diese unfassbar hässliche Scheiße von Trimax entstanden. Diese riesigen Kaktustürme. Ach, das von Spark hier unten, die Base. Stimmt, die ist von Spark. Ich war hier oben, das weiß ich. Hier ist mein Wasseraufzug. Hier war zuerst mein Aquarium mit den Schildkröten. Dr. Uwe, geht's gut, keine Sorge. Ich kann mich ja nichts mehr erinnern. Alzheimer kickt. Und hier oben war so mein Haus. Irgendwie so auf modern und altertümlich zusammengeschmissen. Ein Haufen Scheiße, ne? Das hier sieht wiederum cool aus, aber das war irgendwie ein Haufen Kacke. Dann hat Petrit hier. Petrit hat hier auch gebaut. War jetzt aber auch nicht so stark, sagen wir ehrlich. Also Petrits Haus hier auch mehr schlecht als recht. Hier das Luftschiff. Ja, ja, Digga, weiß ich nicht. Also, das war das Haus hier, ja. Das war Romatra hier, glaube ich, oder? Stimmt, das war Romatra. Das hier war Romatra. Das war Romatra. Und hier ist Kev. LP mit Kev. Unfassbar hässlich. Unfassbar hässlich. Super unverschämt, so einen Haufen Scheiße zu bauen, Digga. Wirklich. Ganz, 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 ganz schlimm. Ganz, 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 ganz schlimm. Das hier auch nicht verstanden. Das ist alles bisschen random irgendwie, ne? Also wirklich. Das, nee. I don't feel it. I don't feel it. Wir gehen nochmal kurz zurück zu meiner Base. Schauen uns das nochmal genau an. Also hier LP mit Kev. Richtig reingeschissen. Hier war Romatra unten, oder? War das hier nicht? Genau. Hier war Romatras Base. Ja, auch, ne? Super hässlich. Die Brücke hier auch gar keine Mühe beigegeben. Also in dem Craft Attack habe ich noch viel geroleplayt, glaube ich. Arcanis Fuchsgehege. Das war wiederum cool hier, diese Höhle. Da kann ich mich dran erinnern. Die war geil. Lagerraum hier, ja. Ja, doch, doch. An sich nicht schlecht, ne? Das hier war auch wiederum cool, so dieses Teil. Doch, die Base hatte was. Man hätte sie ein bisschen größer machen können noch, ne? Aber ja, schlimm war natürlich halt hier vorne diese Türme. Also von Trimax. Das hat alles kaputt gemacht. Klim, muss ich sagen, einer meiner Lieblingsbasen von ganz Craft Attack. Hier diese Kuppel, die war wirklich huge. Auch mit der Pyramide drin. Das war schon geil. Basti GAG hier auch mit einer geilen Base gewesen. Ich glaube, das hier war Early Boy. Genau, Early Boy wieder mit so einem Weird Champ House. Das ist auch noch ziemlich oft gesprengt worden, tatsächlich. Da kann ich mich auch dran erinnern. War hier auch nicht die hässliche Warze, Chat? War das nicht hier? War hier nicht die Warze dabei? Die hässliche, die riesige Nether-Warze? Die war doch hier auch irgendwo, oder? Die muss doch irgendwo hier über dem Wasser gewesen sein. Hier war diese Insel. Weiß aber nicht mehr. Wer war das hier nochmal? Da war das Zinus. Zinus war diese Insel. Das war gar nicht ich. Das war Zinus mit der Insel. Dann ist hier das Cast Crafter, ne? Glaube ich, oder? War das hier Heiko, Chat? Ich glaube schon. Ich glaube, das war Heiko. Und hier müsste irgendwo diese hässliche Warze sein, ne? Die Warze wurde gesprengt. Stimmt, die wurde zerstört. Genau, hier ist ein Raid. Der war schon immer da. Dann ist hier... Wer hat nochmal diese Shisha gebaut? Wer war das hier nochmal? Digga, wer hat den hier nicht? War das Fabo? Ja, das war Fabo Space hier, ne? Ich meine, das hier war Fabo Space, Chat, oder? Das war, glaube ich, Let's Fabo. Henke war das. Henke mit der Shisha. Stimmt. Hank Burger mit der Shisha. Mit der Shish. Dann war hier dieser Cube von Fortnite. Kevin. Keine Ahnung, warum man den gebaut hat. Weiß ich nicht. War einfach so da. Joecraft Space hier. Auch ganz geil gewesen. Mit dieser Pisten. Ne? Mit dem Haus drinne. Hatte auch was. Sehr cool. Ja, hier so... Weiß ich gar nicht mehr, wer das hier war. Dann geht's hier in ein ziemlich geiles Tal. Ich weiß aber auch nicht, von wem das hier ist. Keine Ahnung. Aber das sieht auch ziemlich clean aus hier. Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Von wem ist das hier, Chat? Das war Papa Platte da hinten, ne? Von wem ist das hier nochmal? Die Römer. Stimmt, das waren die Römer, ne? Das war ganz weird. Die hatten so die Römer. Ja, ja. Das war die Römer von Kunga und so. Stimmt, 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 stimmt. Richtig, erinnere mich. Die haben so diesen Römer. Ich weiß auch nicht warum, aber die haben irgendwie Römer gebaut. Keine Ahnung. Bisschen verwirrt halt, ne? Bisschen zeitmäßig. Boah, weiß ich nicht, ne? Genau, da müsste jetzt hier unten Rotpilz-Base kommen. Einer meiner Favorite Bases tatsächlich. Die war
auch heftig. Rotpilz, was ist hier? Das ist alles Spark hier gewesen. Spark auf jeden Fall. Dann geht es hier rüber in Rotpilz-Base. Die war ja huge. Die war ja krass, Chat. Guck mal, die war doch heftig hier. Guck mal, hier mit dem Flakgeschütz und so. Hier steht dieser Panzer drin. Dann gab es hier so einen Code, um das Tor hier zu öffnen. Und hier war auch dieses Mafia-Hauptquartier von Petrit. Der hat sich doch hier irgendwann eingebaut. Also Rotpilz hier wieder richtig, richtig abdelivert mit seiner Militärbase hier. Die war schon crazy. Die war heftig. Was war mit Rotpilz 10. Staffel? Schwere Drogensucht, Alkoholprobleme und dreifacher Vater leider geworden. Er musste sich ums Kind kümmern. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Geile Base von Rotpilz hier. Also das hier hat mir sehr gut gefallen hier mit diesem Toxic Layer und sowas. Ja, guck mal, wie groß diese Base hier von Rotpilz ist, ne? Die war schon heftig. Die war schon heftig. Und hier ging es dann nochmal weiter runter mit der Kanalisation. Ja, die ist auch geil gewesen, die Basis, wirklich. Das war wirklich krass. Da hat er sich richtig, richtig Mühe gegeben. Hier mit der automatischen Holzfarm und so weiter und so fort. Alles an Farmen hier gehabt. Dann war hier nochmal so eine Concrete-Farm, die er hatte. Mit TNT-Duper. Ziemlich geil. Das hier müsste sein Lagersystem sein, glaube ich. Wo alles zentral zusammenläuft. Auch ziemlich, ziemlich nice. Dann ist hier das hier nochmal gewesen. Sein Geheimeingang. Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Auch ziemlich geil. So Rotpilz-Base ist, die war richtig geil. Sieht auch wirklich cool aus. Also das, so eine geile Rotpilz-Base hat Craft Attack irgendwie auch immer ausgemacht. Ich glaube, den W für Craft Attack Base 7 kriegt auf jeden Fall Rotpilz dieses Mal. Da hat er sich wirklich komplett übertroffen. Guck mal, Leute, wie groß die ist. Ihr seht das ja hier, ne? Also das ist ja wirklich ein Riesending. Ein Riesending. Und der hat ja hier nicht aufgehört, ne? Dann hat er hier so ein Dojo noch gebaut und sowas. Und es gab doch dieses, wo ist das Ding mit der Karte? Ah, hier. Hier. Hier war der Mafia-Raum. Genau, hier war dieser Mafia-Raum, den der drin hatte. Hier war sein Mafia-Room. Das war krass. Klim war im Untergrund noch größer. Okay, schauen wir uns an. Also Ruppel ist auf jeden Fall heftig hier gewesen. Spark Space auch cool. Jetzt nicht so eindrucksvoll, aber schon ganz nice. G-Time müsste hier irgendwo gewesen sein. Der hatte doch, genau, hier doch dieses Lager, ne? Genau, hier war G-Times geisteskrankes Lagersystem. Auch ziemlich crazy. Und die Kaktustürme halt, ne? Da hat man gesehen, Leute, hier hat G-Time angefangen aufzuhören, ästhetisch zu bauen und hat sich immer mehr verloren, Trimax gerecht zu werden. Hier hat er noch so ein bisschen was gemacht, aber im Endeffekt war das mehr schlecht als recht, ne? Slim Space Underground, gucken wir mal rein. War auch riesig, ne? Okay, krass. Ist auch einiges los hier, ne? Auch einiges los, Chat. Auch krass groß gewesen. Wo war denn Basti GHG in dieser Staffel? Das weiß ich gar nicht mehr. Also Klim Space, Klim und Rotpilz auf jeden Fall das W dieser Staffel kassiert, klar. Das hier war... Wer war das nochmal? Die Baustelle. Von wem war das nochmal? Liegt's auf der Zunge, Chat. Der Champion war Iosa schon, stimmt. G-Time hatte gar keine richtige Base, ne? Debitor und Castcrafter. True. Das war auch ziemlich geil. Das war auch ziemlich nice, was die beiden hier gemacht haben. Das war auch extrem crazy. Also war auch cool. War auch cool, muss man sagen. Auch eine sehr, sehr schöne Map tatsächlich. Doch, die Craft Attack Staffel hat mir gut gefallen. Die hat mir sehr gut gefallen. Vor allen Dingen, weil wir hier, das weiß ich nämlich noch, guck mal hier unten. Mal gucken, ob das noch da ist. Hier haben wir irgendwo Petrit gespawntrapped. Ich weiß aber nicht mehr wo. Hier war die Bürgermeisterwahl, das weiß ich noch. Und hier haben wir Petrit auch irgendwo gespawntrapped und so. Das hat Spaß gemacht. Das war nice. Das war nice. Wir gucken mal ganz kurz, wo dieser weiße Wald von Basti ist. Genau, den suche ich nämlich gerade. Das hier war. Gab es hier noch keinen Shopping District? Ich weiß gar nicht, von wem das hier ist. Shopping District müsste doch hier irgendwo sein. Das war Papa Platte, ne? Genau. Das war Papa Platte. Basti war doch hier mit dem IKEA. Mit dem IKEA war doch Basti GHG hier. Basti Space auch krass. Basti Space war auch heftig. Die hat mir auch sehr gut gefallen hier mit der Brücke. Die war geil. Die war geil. Die war sehr, also die war wirklich nice. Hier der IKEA von Basti GHG. Keiner weiß warum, aber der war auch cool. Der war auch richtig cool. Da haben wir sogar ein paar Mal Hide and Seek drin gespielt. Und der hat den auch von innen so mäßig ausgebaut, ne? Mit so verschiedenen Räumen irgendwie. Also das war auch ziemlich krass hier oben. Dann haben wir hier Smallland. Warte mal, wo ist es? Hier ist Smallland irgendwie. So ein Kids-Bereich und sowas. Ziemlich nice. Und dann gibt es hier die einzelnen Räume. Auch ziemlich cool irgendwie. Und hier ist das WC. Mhm. Männlein und Fräuchen. Na, Basti, okay. Wo ist das genderneutrale Klo? Get cancelled. Also auch ein geiles Ding. Ich habe zwar nicht verstanden, warum er ein IKEA gebaut hat, to be honest. Aber war cool. Also war auch geil. So Bastis IKEA war auch echt strong, muss man sagen. Auch hier mit dem Parkplatz und so. Er hat sogar noch ein H&M gebaut. Basti, was war denn mit Basti damals los? Ich rufe ihn einfach mal kurz im Discord an. Basti, ja. Wo erwische ich dich gerade? In meinem Intro. In deinem Intro? Oh, in dem YouTube-Video? Nee, im Stream. Ach so, hello GHG-Fam. Hello GHG. Nee, das ist definitiv nicht der Name, wie wir uns hier nennen. Also das nee? Bitte nicht. Anders heißt ihr, ne? Naja, ich weiß, ist es noch so ein Ding in 2023, so einen spezifischen Namen zu haben? Die GHGs? GHG gar nicht? GHG gut? Wie nennt ihr euch? Community? Naja, Revi, kommen wir mal lieber zum Punkt. Was ist denn los? Basti, ich schaue mir gerade die... in meinem Leben, dass du mich anrufst. Das ist ja echt ein schöner Moment. Ja, und ich habe da auch eine kurze Frage an dich. Ich schaue mir gerade die Craft Attack 7 Map an und ich schaue mich so ein bisschen um und... Ja, okay. Genau. Ja. Und mir fällt auf, dass du ja ein ganz anderes Bild-Theme als andere hast. Du hast so IKEA und so schwedisch irgendwie gebaut, so, ne? So ein bisschen... Ja, skandinavisch, ja. Genau, so. Und dann wollte ich fragen, also hier, weil dieser Dampfer und so, mega schön hier das Containerschiff, auch der Hafenbereich, richtig nice mit der Brücke und so. Jetzt verstehe ich nur nicht, den IKEA kann ich verstehen, so Skandinavien, ne, so ein bisschen, aber warum der H&M? Ist es ja auch skandinavisch, also die Firma? Ja, H&M war, also H&M ist meines Wissens, ist das aus, ich glaube, ist auch aus Schweden, oder? Kann ja, sein? Das kann gut
gut sein. Das ist nur so ganz anders. Und da wollte ich mal kurz in dich hineinhorchen. Was hast du dir dabei gedacht, Basti? Was war deine Inspiration? So, ist das, was du mit Skandinavien verbindest? Nee, tatsächlich nicht. Aber es ging darum, Craftech 7, wann war das? War 2019. Mhm, genau. Baby, rufst du mich gerade, also du rufst mich um 19:30, mhm, 4 Jahre nach Craftech 7 an und fragst mich, warum da ein H&M steht. Und ein Ikea. Und mit einem riesigen Parkplatz. Ja, es... Versteh es halt nicht quasi. Ging darum, also ich glaube, das war einfach, Fabo und ich haben es damals, wir hatten voll Bock, irgendwie einfach voll ein großes Bauprojekt aufzuziehen, weil da hinten so viel Platz war und deswegen haben wir angefangen mit dem Ikea und irgendwie hatten wir so einen riesen Parkplatz, deswegen ging es so fast in so eine Richtung, so Einkaufs-, also so Einkaufsding, irgendwie so, dass man irgendwie mehrere Läden macht und das war dann so, ja. Okay. Dann haben wir noch eine zweite schwedische Kette dahin gepackt. Ja, nee, okay. Verwirrend? Was ist daran so krass verwirrend? Ja, weil ich denk so, vielleicht hast, weiß ich nicht, ich hätte mich ja dafür bezahlen lassen oder so, vielleicht hättest du da irgendwie noch Placement rausholen können, keine Ahnung, so für ein Ikea oder so, weißt du? Ey, true. In dem Craftech, da ist auch der legendäre Clip entstanden, bei dem wir zusammen im Call mit Petrit waren und Petrit noch geglaubt hat, dass ich bei meinen Eltern wohne und so langsam, ich glaube, war das nicht das, dass ich im Kloster auch lebe und er hat das irgendwie geglaubt? Ja, 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 ich weiß, ja, das ich war weiß. Das Craftech. Ja, das war noch etwas andere Zeiten. Mhm. Nee, okay, aber jetzt bist du ja mental stabil und baust normale Basen, keine Einkaufszentren. Ja, also, Revi, dieses Jahr geht Craftech 11 los, ne? Also, das ist Craftech 7. Ey, ich hab mir auch Craftech, ich hab mir alles angeguckt von Craftech. Ich hab mir alle Maps angeschaut, alle alten Maps. Lass mich raten, ohne deinen Titel im Stream zu gucken, ich gucke mir alle Craftech. Ich mache jeden Tag eine. Auf entspannt. Einfach mal eine Rückblende. Ja, heute ist Craftech 1 online gegangen. Ah, okay. Und das machst du bis zum Start von Craftech 11 dann? Nee, so einfach mal eine Zeitreise. Ist doch cool. Einfach mal gucken, ja, so, was war früher los. Und da suche ich mir gerne so. Ich habe auch letztens Dietan zum Beispiel gefragt, was er dabei gedacht hat und so bei seinen Basen. Da kam ich gerade so, Basti GRG, da rufe ich doch mal durch. Ja, muss ich erstmal überlegen. Aber das Ding ist ja, da vorne eben mit diesen extra großen Nadelbäumen und so, das war ja so der Kontrast auch zwischen Natur und dann eben Natur und auf einmal. Industrial, ne? Ja, so ein bisschen, ne? Ein bisschen kritisch, mal ein bisschen Selbstkritik, also ein bisschen Gesellschaftskritik in Minecraft äußern. Stimmt, die Bäume sind ja self-made alle. Sehe ich erst jetzt, bin ja dumm. Klar. Ja, das war so eine scheiß Arbeit, ey. Das war so anstrengend. Aber sieht geil aus, muss man sagen. Hast du gut gemacht. Danke, ich hab's gar nicht mehr so krass vor Augen. Gab's hier ein Shopping District? Nee, ne? In der Staffel noch nicht? Ich glaube noch nicht, ne. Ich glaube Craftech. Boah, 8. Warte mal, Craftech 8. Ja, Craftech 8. Craftech 8 war da die Quüste. Das war diese Quarzwüste, diese ganz weiße, ne? Genau, ja. Und du bist wann dazu gekommen? Craftech 6, ne? Ja, 6 war mein erstes mit dem Pilz. Ja, den habe ich gestern noch gesehen. Toll sah der aus. Toll. Nee, Basti, dann. Andere Zeiten, ja. Weiß ich da Bescheid. Ist super. Da freuen wir uns. Und dann hören wir uns in 2 Monaten wieder. Ja, alles klar. Ey, Revi, lass krachen auf jeden Fall. Ich wünsche dir einen Big Baba Bubu Stream, ne? Ey, ich dir auch. Crafte richtig was weg, mein Lieber. Mach's gut. Danke dir, ne? Mach's gut. Ciao, ciao. Da auch mal ein Interview von Basti GRG zu bekommen, ist auch schon eine Ehre, Chat, ne? Wirklich. Das ist Tinus hier mit der Türkisen. Ich dachte, das hier wär's. Wem ist das denn nochmal, Chat? Wer hat das denn hier gebaut? Weil ich weiß es gar nicht mehr. Wer war das hier? War ich das? Nee, oder? Sinus auch. Ja, das hier ist Sinus und das war auch Sinus, ne? Genau. Ja, also all in all, wenn man sich das hier mal so anguckt, ziemlich, ziemlich nice. Eine ziemlich schöne Map mit coolen Gebilden, coole Gebäude auf jeden Fall. Wer war hier? Das hier müsste gewesen sein. Ich weiß es gar nicht mehr. Vor allem, wie kommt man da hoch? Wessen Haus war das hier? Von wem war das hier, Chat? Skate. Skate hat er noch gespielt, ja? Such mal Stegis Drache. Wo ist denn Stegis Drachen? Stimmt, Stegi. Wo ist seine Base? Ja, hier ist Cast, Heiko. Basti war da hinten. Wo hat er denn Stegi nochmal gebaut, Chat? Wisst ihr das zufällig noch? Weil ich habe da keine Orientierung mehr. Neben Basti. Okay, dann gehen wir da nochmal hin. Also all in all, todesgeile Map. Die Staffel hat richtig Spaß gemacht so. Wobei halt schade, dass Trimax so hässlich gebaut hat mit diesen Kaktustürmen, ne? Das hat natürlich alles kaputt gemacht. Ist klar. Wissen wir selber. Stegis Drache. Ich glaube rechts daneben irgendwo, oder? Wer war das hier? Links daneben oder rechts daneben? Ich glaube rechts daneben, ne? Ne, es müsste hier gewesen sein irgendwo. Hier ist der Ikea wieder. Dann gucken wir mal da vorne. Toll, toll, wirklich. Also das war schon der Warzendrache. Ne, der Drache, die Warze haben wir ja gesprengt. Das weiß ich noch. Und Stegi müsste hier. Da ist er doch. Guck mal hier. Das war auch eine geile. Das war auch geil. Also das war auch eine ziemlich coole Base, muss ich sagen. Die war wirklich huge. Da hat Stegi sich nochmal ein bisschen selbst übertroffen. So ein bisschen die Landschaft utilized und was richtig Geiles gemacht. So eine Skulptur, also auch so Organics zu bauen quasi. So, das ist ja beim Bauen immer so mit das Schwerste. Das ist schon krass. Und hat Stegi, glaube ich, hier auch seine Kisten und sowas im Berg gehabt. Ziemlich cool. Ziemlich... Oh ja, das war das Ding hier mit dem komplett dunklen. Ja, das war krass. Das war ziemlich geil. Das war ziemlich, ziemlich cool. Heftig. Sieht fast schon verbuggt aus, ne? Richtig, richtig geil. Wirklich. Nächste Craftech Amplified würde ich so fühlen. Ich glaube, dass viele Leute das nicht fühlen würden, aber dann hätte Trimax keine Möglichkeit, diese riesigen Kaktustürme zu bauen, ne? Nochmal eine Amplified World. Man könnte ja nochmal eine Abstimmung starten. Sage ich ehrlich, für auf Nostalgie. Why not? Why not? Toll. Also, aber auch, wie gesagt, eine sehr schöne, geile Staffel. Also hat echt gut Bock gemacht. Sage ich, wie es ist. War stabil. Wirklich. War echt geil. Hat gut Laune gemacht, so. Also, ich denke mal schon, dass wir das gerne nochmal wiederholen, ne? Also, so eine Amplified World. Warum denn nicht? Ich bin mit meiner Base, muss ich ehrlich sagen, nicht so zufrieden gewesen. Die war ein bisschen zu klein. Aber alles im Allen, so die Staffel als solche, habe ich sehr positiv in Erinnerung. Also, das war fazitmäßig, muss ich sagen, ziemlich nice. Doch. Hat gut Bock gemacht. War cool so. War nicht zu voll auch. Also, war nicht zu viele Leute. Das fand ich ganz nice. Ich weiß gar nicht mehr, was bei Craft
Craft Attack 8, was ich da gebaut habe. Es zieht sich nur ein Ding durch. Ich baue halt meine Base nie fertig, ne? Sogar Papa Platte hier unten so versucht zu delivern. Papa Platte hat auch nie richtig durchgezogen. Aber irgendwie baue ich immer sowas. Hier war meine Base noch so halbwegs fertig, aber ja, irgendwie... Das ist doch irgendwie... Mann, Alter. Vielleicht muss ich bei Craft Attack 10 wirklich mal meine Basis fertig bauen, oder? Vielleicht mache ich das irgendwann, Chat. Vielleicht mache ich irgendwann Craft Attack 10 und baue da mal eine Base fertig. Der Honiggolem und mein umgedrehtes Haus. Stimmt, das Haus war verkehrt drum, war der Honiggolem. Oh, Craft Attack 8 war es nicht. Craft Attack 9 war es auch nicht. Craft Attack 10, okay so. Also auch, ne? Vielleicht, Chat, sollen wir die Tage mal unsere Craft Attack 10 Base einfach mal fertig bauen? Soll ich es mal machen? Was haltet ihr davon? Sollen wir das einfach mal irgendwann machen? Einfach mal die Base fertig machen? Einfach mal was zu Ende bringen? Craft Attack 8 war geil. Doch, da hatte ich eine geile Base mit Pockwarts und so. Stimmt, die war cool mit dem Haus. Ne? Das stimmt. Dann machen wir das die Tage mal, Chat. Dann machen wir das die Tage mal. Dann setze ich mich vielleicht am Wochenende nochmal hin und baue Step by Step meine Base einfach mal fertig. Was soll's, Chat? Ganz ehrlich. Weil das hier ist ja wirklich, also, naja. Wir können nochmal ganz kurz reingucken. Guck mal hier. Da ist ja doch noch einiges zu tun. So viel ist es gar nicht mehr, aber fehlt schon noch ein bisschen was. Wer ist hier gerade online? Wir gucken mal kurz. Wer ist gerade online? Krass. Ja, Spark of Phoenix Base hier, klar. Die ist richtig heftig. Immer noch eine der krassesten Basen überhaupt. Spark hat sie aber fertig gemacht, glaube ich, ne? Ja, nicht ganz. Aber er ist auf dem Weg. Baut Spark noch weiter? Also hier muss ich ehrlich sagen, da hat Gitan sein Versprechen nicht gehalten. Aber guck mal, Leute. Also ich habe ja schon einiges hier gemacht, ne? So, was das angeht. Aber hier fehlt ja trotzdem noch was. Das Ding hier muss halt noch gebaut werden, ne? Und hier fehlt noch ein bisschen was. Naja. Step by Step. Wir geben uns nochmal den ganzen hin. Aber eigentlich war die Staffel ganz cool, so mit Tomorrowland und so. Ach man, wenn ich das jetzt wieder sehe, werde ich wieder depressiv, weil ich es wieder nicht fertig gemacht habe, ne? Ach, Mann. Aber gut, okay. Das war auf jeden Fall die Tour von Craft Attack 7. Schick. Und vielleicht setzen wir uns die Tage nochmal rein und machen Craft Attack 10 einfach mal fertig. So, warum nicht, Digga? Warum auch nicht? Komm, warum nicht, Chat? Warum nicht, oder? Muss auch mal sein.